Warst du eher pro-rangig oder kontra und wo stehst du jetzt mit deiner Meinung? Nein, ich bin aktuell sehr begeistert, weil ich habe auch mitbekommen, was am Freitag los war. Und bei dieser Niederlage war gefühlt viel mehr Euphorie da, wie bei manchen Siegen unter Foda, ohne jetzt die Ära Foda nochmal nachzukarten. Aber ich muss schon zugeben, dass am Anfang war, da kommt einer, der Professor aus Deutschland, so klugscheißer.de und will uns erklären, wie das alles geht. Ja. Nur er hat dann bei Red Bull Salzburg wirklich gezeigt, was man machen kann. Und wie er dann gesagt hat, nein, wir wollen nicht mehr irgendwelche alten Spieler, abgetakelte Spieler haben, Leute, die da nochmal kassieren wollen und das System eingeführt hat, diese Red Bull-Schule, Hut ab. Und wenn man die ganze Karriere von Ralf Rangnick beobachtet, dann muss ich sagen, sensationell, was dieser Mann macht. Und jetzt auch beim ÖFB, man muss dem ÖFB gratulieren. Peter Schöttl war schwer in der Kritik, dass er dann im April letzten Jahres den Ralf Rangnick aus dem Hut zaubert. Das war schon wow, der war noch bei Manchester. Also alles richtig gemacht vom ÖFB. Und Ralf Rangnick hat von Anfang an gesagt, mir reicht es nicht, nach Deutschland zu kommen, wir wollen dort gewinnen. Und als Journalist muss ich echt sagen, letztes K.O.-Spiel, das Österreich bei Europameisterschaft, Weltmeisterschaft gewonnen hat, war 1954 und das kann es nicht sein. Also wir müssen nächstes Jahr im Sommer unbedingt wieder ein Sommermärchen machen. Du warst beim Sommermärchen dabei in Kanada 2007, U20 WM. Ja. Also das letzte Sommermärchen haben wir 2007 mit U20-Nationalmannschaft geschrieben. Höchste Zeit, dass wir 24 wieder anschreiben. Ja, großartig. Was hat sich durch Ralf Rangnick, jetzt wenn man das große Bild betrachtet im ÖFB, geändert? Das ist ja mehr als nur ein klassischer Teamchefwechsel gewesen. Man hat also das Gefühl gehabt, da kommt nicht nur ein Teamchef, sondern einer, der mehrere Dinge gleich auf den Kopf stellen will. Wie habt ihr das wahrgenommen? Kann man da jetzt schon so ein Art Zwischenresümee ziehen nach 17 Monaten Amtszeit? Ja, ich denke schon. Ich glaube, alles, was er macht, macht man mit viel Leidenschaft und Energie. Er hat vor allem einen Plan. Also es ist ein Plan dahinter und vor allem Überzeugung. Und so treten die Jungs auch auf, also egal in welcher Situation, auch jetzt mit den Ausfällen. Trotz alledem wird es positiv gesehen. Es wird trotzdem, ich sage mal, aktiv nach vorne gearbeitet. Und generell, also jetzt die letzten Monate und Spiele und wie sich einerseits die Mannschaft präsentiert hat, aber auch die Öffentlichkeit, die Fans, wie sie hinter dem Team stehen auch, hat man jetzt gegen Belgien auch gemerkt. Das ist wieder das, was wir erlebt haben, 2016. Oder sagen wir vorher bei der Quali, Spiel für Spiel. Es ist Euphorie entstanden, es war Glaube da, es war Überzeugung da. Jeder hat an den anderen geglaubt und so sind wir aufgetreten. Und ich glaube, dass wir gerade wieder dabei sind, dass sowas wirklich in einer guten Art und Weise entsteht. Und es sind auch mutige Entscheidungen dabei, muss man auch sagen. Genau. Also Baidu hat gespielt, Zakaria hat beim letzten von Anfang an gespielt gegen Belgien. Was mir beim Ralf auch taugt, also es ist diese Zielaussetzung, die er kommuniziert, die lebt er halt nachher auch richtig vor, weil ich glaube, jeder Teamchef, der kommt, der sagt, ja, ich möchte mich qualifizieren und ich möchte nachher auch mehr erreichen. Das wird man dann erst einmal sehen, wie es dann wirklich werden wird. Aber einfach auch, wie er das Ganze mit Leben füllt, das ist etwas, was mich immer begeistert bringt. Nicht nur die Spieler, sondern auch Positionen, wie der Seiwald gegen Belgien davor mal als rechter Verteidiger aufläuft und so. Und weil mich zuerst angefragt hat, wegen der Medien. Ja. Weil die Medien, die haben ihn schon mit Samthandschuhen auch angefasst, muss man sagen. Das hätte sich beim Foda war gleich ein ziemlicher Gegenwind. Mhm. Aber beim Ralf Rangnick ist es so, dass er wirklich sehr viel Respekt hat und dass er mit Samthandschuhen angefasst wird und einfach ein toller Typ ist und den ÖFB richtig umdreht. Mhm. Er greift ja nicht nur die Themen an, die am Platz passieren. Genau. Also er greift ja sehr viele Themen auf. Man könnte ja sagen, er kommt jetzt 2 Jahre zu uns, qualifiziert sich für Deutschland, spielt eine gute Rolle, will weiterziehen. Der hat in den letzten 17 Monaten so viele Dinge aufgewirbelt im ÖFB und auch im Land und hat Appelle geliefert und auch gute Argumente geliefert. Warum sind zum Kinderfußball, wo er nicht zum versteht, Kinderfußball, so weiter, zum Stadion, zum Trainingsgelände, zu den Zuschauern, zu der Thematik in Wien mit den Stadionlösungen. Also der hat so viele Dinge hier angesprochen und will sie nachhaltig verbessern, vielleicht auch für eine Zeit, wo er vielleicht nicht mehr da ist. Also ihm liegt was an Österreich, das merkt man auch. Will aber hier an dieser Stelle nicht vergessen, dass man auch die letzten 2 Teamchefs vor ihm sich qualifiziert haben. Also sowohl Marcel Koller als auch Franco Foda haben zum gleichen Zeitpunkt auch eine Euro-Teilnahme. Aber wie du es gesagt hast vorher, Ralf Rangnick ist ja angetreten und hat gesagt, wir möchten nicht nur qualifizieren, eine wichtige Rolle spielen. Und ich glaube, dass es jetzt ganz wichtig ist, ganz schnell auch den Prozess aufzurollen, dass wir da auch machen, was ist passiert in dieser Qualifikation, was haben wir gut gemacht. Es gibt auch einige Dinge, die verbesserungswürdig sind. Wir alle haben schon ein paar Themen davon angesprochen, aber er spricht sie an und er tragt sie auch in die Öffentlichkeit. Also ja, das Thema auch beim Testspiel in Moldawien. Er hat den Mut gehabt zu sagen, viele Trainer, Mourinho gibt immer allem anderen die Schuld.
Mourinho sagt, der Schiedsrichter und der Gegner und der Platz und das Stadionlicht und die Mücken und keine Ahnung, was er alles für Ausreden hat. Aber Ralf Rangnick spricht ganz klar öffentlich an, was war nicht gut, wer war nicht gut, was muss besser werden und was darf überhaupt nicht mehr passieren. Mhm. Also jeder weiß ganz transparent, woran er ist und wo wir hinwollen. Und ich glaube, diese Marschroute, diese Fahne, wo oben steht das ganz klar definierte Ziel, was der Sladi auch gesagt hat, auch diese Messbarkeit zu haben, ist ganz entscheidend. Mhm. Wer soll im Tor stehen? Beim letzten Großereignis war es Daniel Bachmann. Der hat sich mit dem Fehler in Moldawien scheinbar bei Ralf Rangnick ins Aus geschossen. Begonnen hat die Quali Heinz Lindner, der krankheitsbedingt dann nicht mehr mitmachen konnte. Sehen wir alle, so wie die Laola1.at-User zu 74%, Alex Schlager als absolute Nummer 1 im Moment, auch nach dem, was wir heute von ihm gesehen haben? Ja, denke ich schon. Also hat sich ja bei Salzburg durchgesetzt, ist hingewechselt vom LASK. Da war man nicht sicher, ob er Nummer 2 ist oder Nummer 1. Jetzt hat er sich dort auch durchgesetzt, hat beim ÖFB-Team auch Leistungen gebracht, wo man jetzt sagt, da muss man nicht irgendwie was ändern. Aber es ist noch so eine lange Zeit. Patrick Benz bekommt Spielpraxis, hat auch schon gespielt unter Ralf Rangnick als Nummer 1. Heinz Lindner muss man auch einmal schauen, wenn er wieder dann voll fit ist. Da wird schon noch ein bisschen Konkurrenz sein, aber Schlager hat jetzt sicher ein bisschen die Nase vorn. Okay. Also noch Alex Schlager wird man jetzt auch sehen, wie er in der Champions League performt, weil das Spiel in Lissabon zum Beispiel gegen Benfica war überragend. Da hat man richtig einen Superschlager gesehen. So einen, wenn wir immer haben, dann brauchen wir zum Torhüter keine Sorgen machen. Alles klar. Also das ist wahrscheinlich die geringste Baustelle im Team im Moment. Da gibt es gute Alternativen. In der Defensive, haben wir gesehen, ist die Personaldecke schon relativ dünn, Basti. Ne? Also da müssen schon einige in Form kommen, wieder fit werden. So ja, jetzt wird es wahrscheinlich nicht gehen. Bei dem Lehrgang waren die Außenverteidigerpositionen nicht gefragter denn je, die wir nicht gehabt haben, wo wir improvisieren müssen. Ich glaube, Innenverteidiger haben wir sehr gutes Material, muss ich gestehen. Wir haben natürlich aber ganz wichtig den Führungsspieler Alaba, der diese Abwehr führen muss. Er ist jetzt leider verletzt. Man hat auch gesehen, vor allem gegen Belgien, dass viel Qualität vorhanden ist, aber letztendlich dieser Führungsspieler nach Alaba sich noch nicht entwickelt hat. Und deswegen braucht man ihn wie ein Stück Brot da hinten drinnen, dass er die Mannschaft anführt, die Kommandos gibt, die Verantwortung übernimmt. Und deswegen ist er schon ganz, ganz wichtig für diese Mannschaft in diesem Verbund hinten drinnen. Und da ist der Querpass natürlich zum nächsten Führungsspieler nicht weit, Toni. Wie sehr brauchen wir Marko Arnautović bei diesen Großereignissen, einen fitten Marko Arnautović? Oder siehst du, dass ein Kalajdzic oder ein anderer den 1:1 ersetzen kann? Naja, ich meine, wenn der Marco gesund ist, ist er sicher ein außergewöhnlicher Fußballspieler. Da braucht man gar nicht diskutieren. Fraglich ist, wie die Fitness jetzt wird, ob er sich schnell erholt, rasch erholt und wie viele Einsatzzeiten er bekommt. Aber ich gehe davon aus, wenn er halbwegs fit ist und gesund ist, dann wird er natürlich in Deutschland dabei sein, keine Frage. Ob als Joker oder von Beginn an, wird man dann sehen. Aber fußballerisch braucht man über Marco natürlich nicht diskutieren, ist er natürlich top. Spannend ist ja auch für die Fußballfans und auch für uns Chronisten, schafft nur irgendjemand sozusagen auf den fahrenden Zug noch aufzuspringen. Also ich hätte jetzt heute vielleicht gesagt, Guido Burgstaller wäre vielleicht noch so ein Thema. Jetzt hat er heute vielleicht ein bisschen einen komischen Tag erwischt, ist nach über 4 Jahren wieder zurückgeholt worden, geht dann nach 12 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz. Ist das eine Option oder war das jetzt? Nein, es ist ja schon so, man hat ja gehört und das finde ich auch bei Rangnick spannend, dass er wirklich alles abgrast und alle Alternativen sucht. Ja. Er ruft in der Türkei an und will Ercan Karaca haben. Wie geht's ihm? Ja. Was macht er bei Samsunspor? Weil er einfach so interessante Spieler und Stürmer, musst du jeden dir anschauen und jeden kontaktieren, den du im Land irgendwie hast. Also Onisivo weg und denke ich, da gibt es schon ein paar spannende Spieler. Plus, er hat ja auch ein Novum eingeführt, diesen Perspektivlehrgang hat er eingeführt. Und er hat gleich zweimal abgehalten, ist da, wo er mit den Spielern arbeitet, in den Dialog geht, sie auch gewissermaßen auf einen gewissen Weg vorbereitet, wer wie eine Perspektive bei ihm haben könnte. Mhm. Und vielleicht rutscht auch da der ein oder andere, den wir vielleicht noch nicht so am Zettel haben, rein. Namen fällt mir jetzt auch keiner ein, aber das macht er sicherlich nicht grundlos. Wie war das für euch, alte Recken, jetzt sage ich Toni, aus seiner WM-Erfahrung, so ein Großereignis als Spieler? Ist das was, wo man sich nur darauf freut oder kann das zwischendurch auch mühsam sein mit den Reisen, die man hat, mit weg von der Familie sein? Dann ist es ja doch eine Art Kasernierung, also es ist ja kein Wellnessurlaub, ne? Nein, es gibt nichts Schöneres, wenn wir uns, glaube ich, noch mal zurückerinnern, wie das bei uns war. Die Vorfreude, wir haben uns ja auch 2015 qualifiziert und dann vergeht eigentlich ein Dreivierteljahr und du hörst dann dauernd, dass du dabei bist. Mhm. Da reden wir dann nachher wieder von der Euphoriewelle, die bei uns vielleicht schon ein bisschen sehr groß war, aber wenn du dann dort einfach auch die Zeit verbringst, gemeinsam im Hotel, ja,
Das waren noch ein paar Erlebnisse, erinnert man sich immer gern zurück. Da gefällt waren, oder? Echt klar. Nein, das sind einfach Erlebnisse, die vergisst du ein Leben lang nicht. Wird mir immer in Erinnerung bleiben. Wir haben zwar keine erfolgreiche Endrunde gespielt, ja, aber es war für uns so, dass wir unter Freunden eigentlich, so wie wir jetzt auch da sitzen, so ein riesengroßes Ziel gemeinsam erreicht haben, wo du ein Leben lang eigentlich davon redest, das möchte ich irgendwann einmal erreichen. Ja. Wenn du das dann mit so netten Freunden auch noch schaffst, dann ist das ganz was Besonderes. Man verbringt ja auch viel Zeit miteinander. Toni, zu deiner Zeit bei den 2 Weltmeisterschaften gab es ja noch keine Handys, kein Internet. Also ich habe es noch reden müssen miteinander im Zimmer, oder? Also ich würde auf jeden Fall ein Quartier suchen, das nicht zu abgelegen ist, wo man auch mal Abwechslung ein bisschen hat, wo man vielleicht ein bisschen Zapfenstreichen an den See gehen kann oder in ein Café gehen kann. Quartier gibt schon, da passt ja dort schon gewohnt. Also er weiß, das Hotel in Erfurt, kann er erzählen, wie das Hotel ist. Das ist abgelegen. dann würde ich nicht für gut heißen. Dann bin ich dagegen. Wart ihr eigentlich auch immer im Doppelzimmer, oder? Also ein Einzelzimmer, was ja... Es hat jeder ein Einzelzimmer gehabt, aber der Andi Herzog und ich, wir sind zusammengelegen und wir haben uns auch wir haben viel getratscht und wir haben viel gesprochen und uns hat das Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Okay. Nein, aber generell, ich glaube, dass wir auch aus der Vergangenheit lernen werden, also vor allem auch 2016. Mhm. Natürlich war das für uns eigentlich ein Novum, ne? Also zuerst einmal die Quali war überragend, wie der Flo sagt, es war Euphorie da. Und wir haben uns wirklich viel erhofft auch. Und man muss aber schon viele Faktoren da zusammenziehen. Also damals für mich war das schon auch irgendwo ja auch belastend, also von der Saison auch mit Werder Bremen. Ne? Wir waren bis zum letzten Spieltag da drin im Abstiegskampf und dann hast du eine Vorbereitung auf die Euro. Und der Kopf war leer in dem Moment und da waren sehr viele Einflüsse schon dabei und dann kommt das eine zum anderen. Also ich glaube, die Vorbereitung ist einfach so wichtig in dem Moment, dass man aber trotzdem eine gewisse Lockerheit schafft. Und das sagen wir auch vielleicht beim Toni da, dass man Abwechslung schafft. Mhm. Nicht, wo einödig ist, was auch immer oder langweilig, sondern schon auch, wo man irgendwo ein normales Leben führt. Ne? Mhm. Also so wie im Alltag. Aber dass man da schon seinen Kopf auch frei bekommt, dass man halt diese ganze Müdigkeit von einer Saison wegnimmt. Und zum Beispiel bei mir war das 2016 halt einfach, ist viel zusammengekommen. Wir waren viel unterwegs, viele Reisen gehabt, viel Sponsoring und so weiter. Und vielleicht, ja, das wird man dann lernen, jetzt auch besser umzusetzen. Mhm. Und ja, bei mir war es sowieso bitter. Ja, aber da sieht man auch, was dann passieren kann eben. Ja. Beim ersten Spiel gegen Ungarn hat sich das Ladi verletzt. Du hast innerhalb von 8 Tagen 3 Spiele. Mhm. Und wenn du da nicht top performst, bist du weg. Und das ist auch das Thema, was ich zuerst gesagt habe, dass man gesagt hat, man möchte schon für Furore sorgen in Deutschland, hat auch Ralf Rangnick gesagt. Aber du musst einfach zu diesem Zeitpunkt muss auch alles passen. Es muss jeder in einer Topform sein. Du brauchst ein bisschen Glück und wenn du das nicht hast, dann kann es auch schnell wieder vorbei sein.